Regierungskuppel sind die vier Evangelisten dargestellt. Sie stellen gewissermaßen die vier Säulen dar, auf denen die Kirche aufbaut, das viergestaltige Evangelium. Was bedeuten die Reliquien, die wir in den Altar einsetzen? Haben wir eine besondere Verehrung für Knochen? Das wäre nicht der Sinn. Aber dieses kleine Stück vom Leib eines Heiligen erinnert uns daran, dass diese Menschen in ihrem irdischen Leben Gott im Herzen getragen haben, Christus in ihrem Leben gelebt haben. Und deshalb sind uns ihre Reliquien, ihre irdischen Überreste kostbar. Thank you.
nicht gehört. Ja, das ist ja.